Herzlich willkommen. In diesem Video geht es um Mengen, die Grundidee dahinter und wichtige Mengen, die im Verlauf der Vorlesung immer wieder vorkommen werden. Fangen wir einfach mal mit der Idee hinter den Mengen an. Die Idee bei den Mengen ist, dass wir Objekte zu Gruppen zusammenfassen möchten. Also zum Beispiel möchten wir aus der Gruppe aller Studierenden, möchten wir die Geimpften auswählen als Gruppe. Oder aber aus der Menge aller Studierenden möchten wir die Erstsemester irgendwie gedanklich zusammenfassen. Oder so ein bisschen abstrakter, wir betrachten die geraden Zahlen und möchten daraus jetzt nur die Zahlen von 0 bis 10 zum Beispiel betrachten. Das ist die Idee hinter dem Mengenbegriff. Und das ist erstaunlich schwierig zu formalisieren. Eine häufig benutzte Art der Definition ist jetzt diese hier. Wird einfach gesagt, naja, eine Menge ist eine Zusammenfassung bestimmter, wohl unterschiedlicher Objekte, der Elemente der Menge, unserer Anschauung oder unseres Denkens zu einem Ganzen, wobei von jedem dieser Objekte eindeutig feststeht, ob es zur Menge gehört oder nicht. Naja, wenn man jetzt so ein bisschen genauer bei dieser Definition drauf guckt, stellt man fest, so hundertprozentig befriedigend ist sie nicht. Also so hundertprozentig viel klarer ist es nicht geworden, was jetzt eigentlich eine Menge genau sein soll. Wir werden es trotzdem bei dieser intuitiven Definition belassen. Wenn Sie sich da für Details interessieren, die würden dann in einer Veranstaltung zum Thema axiomatische Mengenlehre behandelt. Das machen wir aber hier nicht, das gucken wir nicht an. Wir bleiben hier bei dieser Intuition. Aber aus dieser intuitiven Definition können wir trotzdem ein paar Sachen mitnehmen. Und die erste wichtige Sache ist wohl unterschiedene Objekte, bestimmter wohl unterschiedene Objekte. Das bedeutet, wir haben keine doppelten Elemente in einer Menge. Jedes Element ist nur einmal drin, maximal. Und der zweite wichtige Aspekt ist, dass von jedem dieser Objekte eindeutig feststehen muss, ob es zur Menge gehört oder nicht. Das heißt, das muss prinzipiell klar sein, ob es drin ist oder nicht. Eine weitere Möglichkeit gibt es nicht. Diese Definition verlangt nicht, dass wir irgendeine Art von Algorithmus haben, um ermitteln zu können, ob das Objekt jetzt drin ist oder nicht. Es muss nur prinzipiell feststehen, ob es drin ist oder nicht. Das ist die Idee dabei. Die nächste Frage, die man sich dann natürlich stellt, ist, wie schreibt man Mengen auf? Die einfachste Variante, die Sie auch vermutlich alle schon mal gesehen haben, ist einfach alle Elemente in geschweiften Klammern aufzuzählen. Das funktioniert sehr gut bei kleineren Mengen. Sehen Sie hier in dem Beispiel, da haben wir auf der einen Seite die Farben als Menge und bei den Farben, da stehen in geschweiften Klammern, stehen einfach die Elemente hier drin, die da drin sind. Also in dem Falle Rot, Gelb und Blau und schreiben wir in geschweifte Klammern. Anderes Beispiel wäre die Menge B, wo vielleicht nur zwei Zahlen drin sein sollen, 0 und 1. Wenn die Menge so ein bisschen größer wird, wird das natürlich schon deutlich schwieriger. Also da wird dann gerne so eine Punkt-Punkt-Notation verwendet. Also sehen Sie zum Beispiel hier, wenn wir aufschreiben 0, 1 und so weiter bis 10, damit meinen wir dann, aus dem Zusammenhang muss das immer klar sein, die Menge 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und die Zahlen, die wir hier weglassen, setzen wir einfach durch Punkte. Und mit dieser Punkt-Punkt-Notation werden auch gerne unendliche Mengen schon beschrieben. Zum Beispiel hier die so eine Menge B, 0, 2, 3, 0, 2, 4 und so weiter. Das ist offensichtlich die Menge aller geraden Zahlen, die da definiert werden soll. Das sind die beiden einfachen Varianten. Etwas komplizierter aussehen von der Notation her ist diese hier. Bei dieser Notation ist es so, da schreibt man in die geschweiften Klammern zuerst den Ausdruck, den man irgendwie definieren möchte und die Menge, aus der er stammt. Also zum Beispiel sagen wir hier a ist die Menge aller klein n aus der Menge der natürlichen Zahlen. Und dann kommt so ein Schrägstrich und der bedeutet mit der Eigenschaft das oder so das gelesen, 0 kleiner gleich n kleiner gleich 10 ist. Also wenn man jetzt hier diese Definition anguckt, sammeln wir alle Elemente auf, die diese Eigenschaft haben, also die hier in dieser Menge liegen und diese Eigenschaft hier haben. Also in dem Falle alle Zahlen zwischen 0 und 10. Und ganz entsprechend hier bei der Menge D, da haben wir alle Elemente aus natürlichen Zahlen, die gerade sind. Jetzt habe ich gerade schon den Begriff Element erwähnt. Das müsste man noch einmal ein bisschen formaler definieren. Was sollen diese Elemente sein? Das sind die Elemente der Menge, das ist die Objekte, die wirklich in einer Menge drin sind. Und wenn so ein Element in einer Menge drin ist, dann schreibt man das so wie hier angegeben, a ist Element von m, beziehungsweise wenn das Objekt nicht drin ist, dann schreibt man a ist nicht Element von m. Häufig benutzt man auch so ein bisschen Konventionen,
in Bezug auf meinen Großbuchstaben. Also Mengen werden gerne mit Großbuchstaben beschriftet. Für die Zahlenmengen gibt es nochmal spezielle Buchstaben, die wir auch gleich nochmal sehen werden. Und für die Objekte, die in einer Menge drin sind, benutzt man häufig Kleinbuchstaben. Gut, wenn man das auch mal anguckt, hier zum Beispiel in diesem Beispiel ist die 1 in der rechten Menge enthalten. Das heißt, links von diesem Elementzeichen steht ein einzelnes Objekt, was in dieser Menge drin sein könnte oder eben auch nicht. Und hier steht es jetzt drin, weil die 1 ist hier in dieser Menge drin. Im zweiten Beispiel ist die 5 offensichtlich auf der rechten Seite in der Menge nicht drin. Gucken wir jetzt zum Abschluss noch ein paar spezielle Mengen an. Die haben Sie vielleicht alle schon mal gesehen. Die möchte ich nur einmal kurz wiederholen. Die erste Menge, mit der ich anfangen möchte, ist die Menge der natürlichen Zahlen. Und bei der Menge der natürlichen Zahlen, da haben wir einfach die Zahlen 0, 1, 2, 3 und so weiter drin. Diese Menge soll die Menge der natürlichen Zahlen sein. Auch hier geht es nur um die intuitive Idee dahinter. Wir versuchen keine formale Definition dazu. Besonderheit oder wichtige Sache, an die man denken muss, ist, es gibt verschiedene Arten, natürlichen Zahlen zu definieren. Bei uns ist die 0 mit dabei. Es gibt auch Definitionen, bei denen die 0 nicht mit dabei ist, bei denen man bei 1 anfängt. Hängt immer so ein bisschen vom Auto ab. Bei uns ist die 0 mit dabei und wir folgen damit auch der entsprechenden DIN-Norm dafür. Auch da gibt es so eine gewisse Konvention. Für natürliche Zahlen nimmt man gerne solche Buchstaben wie I, J, K, M oder N. Was kann man mit natürlichen Zahlen beschreiben? Naja, naheliegenderweise Anzahl der Menschen im Bus, Anzahl der Münzen in der Hosentasche. Und wie man sieht, ist das eben sehr schön geeignet, diese natürliche Zahl, so eine natürliche Zahl, um die Anzahl von Elementen einer endlichen Menge zu beschreiben. Gut. Wenn wir die natürlichen Zahlen haben, haben wir natürlich ein Problem. Wir können nicht beliebig subtrahieren. Wir können insbesondere nicht mehr Geld ausgeben, als wir haben. Wenn man so etwas möchte, dann braucht man die ganzen Zahlen. Die ganzen Zahlen sind eben die Zahlen, so wie es hier angegeben ist. Da ist die 0 drin, die 1, aber auch die minus 1, die 2 und die minus 2 und so weiter. Zu jeder Zahl ist auch noch entsprechend die Negation da drin. Und diese Menge heißt dann die Menge der ganzen Zahlen. Die Menge der ganzen Zahlen wird mit diesem Symbol Z bezeichnet, beschriftet. Die nächste Menge, die relevant ist, sind die rationalen Zahlen. Das ist einfach die Menge aller Brüche. Oder formal definiert hier als die Menge groß Q. Also dieser Buchstabe ist das Q für die rationalen Zahlen in dieser speziellen Schreibweise und Druckschreibweise. Und da ist die Idee, das ist die Menge aller Zahlen P durch Q. Mit der Eigenschaft, dass P und Q aus Z sind. Und natürlich Q nicht 0 ist, weil wir durch 0 nicht teilen dürfen. Und das ist dann die Menge der rationalen Zahlen. Dabei setzen wir natürlich voraus, dass wir die rationalen Zahlen dann als gleich ansehen, wenn sie gekürzt gleich sind. Also zum Beispiel hier, dass 2 Viertel das gleiche ist wie 1 Halb. Und typischer Anwendungsfall sehen Sie hier auf der rechten Seite. Denken Sie bei den Brüchen immer an die Pizza. Natürlich ist es das Gleiche, wenn Sie eine Pizza in 4 Teile zerlegt haben, Sie essen 2 davon, dann haben Sie natürlich genau die Hälfte der Pizza gegessen und das ist genau das, was hier steht. Wenn Sie sowas beschreiben wollen, dafür brauchen Sie die rationalen Zahlen. Gucken wir noch einmal weiter zu den reellen Zahlen. Man könnte denken, dass man mit den rationalen Zahlen schon eigentlich alles beschreiben könnte, was man so antrifft. Dem ist aber tatsächlich nicht so. Betrachten wir zum Beispiel einfach mal ein Quadrat, so wie das hier auf der rechten Seite angegeben ist. Dieses Quadrat hat eine Diagonale. Und wenn Sie sich jetzt vielleicht noch so dunkel an den Satz des Pythagoras erinnern, werden Sie feststellen, naja, diese Diagonale hat den Wert Wurzel 2, hat die Länge Wurzel 2. Und diese Wurzel 2, das ist tatsächlich keine rationale Zahl, das kann man zeigen. Das heißt, diese Zahl kann ich nicht als Bruch darstellen. Brauche ich also eine größere Menge. Und auch hier nehmen wir eine intuitive Definition für die Menge der reellen Zahlen und sagen, das ist einfach die Menge aller endlichen oder unendlichen, aber nicht notwendigerweise periodischen Dezimalbrüche. Und diese Zahl Wurzel 2, die können Sie tatsächlich so aufschreiben, unendlich lang, als Folge von, also eben als unendlichen, nicht periodischen Dezimalbruch. Und das ist nur ein Beispiel. Zweites Beispiel, wo Sie zum Beispiel mit den rationalen Zahlen nicht auskommen, ist Pi und das ist zum Beispiel die Fläche des Einheitskreises. Wenn Sie einen Kreis haben und da ist der Radius 1, dann hat der entsprechende Kreis die Fläche Pi. Und auch das ist keine rationale Zahl, können Sie nicht als Bruch darstellen. Da brauchen wir wirklich mehr. Die typischen Buchstaben, die man verwendet für
die reellen Zahlen, typischerweise sowas wie x und y. Wie werden die gerne visualisiert? Die reellen Zahlen werden gerne auf einer solchen Zahlengrade visualisiert, haben Sie vermutlich schon mal gesehen. Irgendwo steht die 0 und dann nach rechts geht es beliebig weit, nach links geht es auch beliebig weiter. Und ja, da kann man dann alle Elemente der reellen Zahlen drauf darstellen. Und zum Schluss noch eine ganz besonders interessante Menge, die auch immer mal wieder vorkommt, das ist die leere Menge. Und das ist einfach die Menge, die keine Elemente enthält. Und diese Elemente wird typischerweise mit diesem leere Menge-Symbol bezeichnet oder mit den zwei geschweiften Klammern, bei denen nichts in der Mitte steht. Und eine wichtige Sache, die gerne falsch gemacht wird, ist, dass man natürlich unterscheiden muss zwischen der leeren Menge, die hier steht, und auf der rechten Seite steht eine Menge, die die leere Menge enthält. Das ist eine völlig andere Menge und die sind nicht gleich. Da muss man einmal formal unterscheiden. Ja, das waren die ersten Grundideen, die ersten speziellen Mengen, die wir später weiter brauchen würden. Vielen Dank.